Jetzt ist aufgefallen, zumindest aus meiner Sicht, so, dass Marco Reus in den vergangenen Wochen so ein bisschen überspielt wird, müde wirkt. Teilen Sie diesen Eindruck und ist das ein Thema, auch ihn vielleicht mal ein bisschen rauszunehmen oder ist das jetzt gerade leider nicht möglich? Also wir sind jetzt am 20. Januar. Wir hatten 14 Tage Urlaub. Wir haben danach bei Eintracht Frankfurt 3-2 gewonnen, haben dann zu Hause ein hervorragendes Spiel gemacht gegen SC Freiburg, eins unserer besten Saisonspiele. Und haben dann wo war Marco überspielt? Wo hat er überspielt gewirkt? Oder reden wir über die Zeit davor? Oder also. Nee, also schon, ich fand schon auch jetzt gerade so nach der Winterpause, dass also den Eindruck macht, als ob er nicht so diese ganze die Spritzigkeit hat, die man so in der Hinrunde von ihm auch hatte, gesehen hatte. Ja, dann hat er vielleicht noch zu wenig Spiele in den Beinen, weil er noch nicht Rhythmus aufnehmen konnte. Nochmal, wir haben bewusst den Jungs tatsächlich 14 Tage Urlaub gegeben. Ich glaube, dass sie sehr gut erholt zurückgekommen sind. Zumindest haben das die Leistungsdaten in den Tests dann auch wiedergegeben. Wir hatten in Frankfurt die Power über 90 Minuten. Dort dieses Spiel zu drehen. Ich glaube auch, dass Marco Reus sogar das zweite oder das dritte Tor mit vorbereitet, mit eingeleitet hat, als wir ihn dann auf 10 geschoben haben. Wir können immer über einzelne Spieler reden und diskutieren. Fakt ist doch eins bei Borussia Dortmund, wenn wir Spiele verlieren, dann wird immer relativ schnell das große Ganze in Frage gestellt. Zu früh, zu spät gewechselt, gar nicht gewechselt, der Spieler nicht in Form. Unsere Aufgabe ist es, dass wir als Mannschaft, und ich bin Teil der Gruppe, es schaffen, diese Klischees, die dann ständig auf uns einprasseln, nicht ständig zu bedienen, die Abstände größer werden zu lassen, in denen wir uns, unsere Fans enttäuschen. Und darum geht es einfach. Daran müssen wir arbeiten. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass Marco Reus in irgendeiner Form überspielt. Das ist unser Kapitän. Und ich stehe zu unserem Kapitän. Und natürlich wird es möglicherweise auch mal die Situation geben. Die gab es auch. In Berlin haben wir ihn eher rausgenommen. Auch gegen Freiburg habe ich ihn 20 Minuten vor Schluss rausgenommen, weil ich natürlich weiß, was noch auf uns zukommt als an Spielen. Aber nochmal. Marco ist mein Captain.